Ja, zunächst vielleicht ein paar Worte zu mir selber. Wie bin ich hier gelandet? Ich habe in München Logik, Philosophie und Wissenschaftstheorie studiert. War einmal nach so einem Sprachphilosophiekurs in der Pinakothek der Moderne und bin auf ein Magritte-Bild gestoßen. Und zwar La Clé des Songes. Sehen wir nachher noch. Das hat so vier Teile und stehen immer andere Worte als das, was man sieht unter den Abbildungen. Und ich dachte mir, das passt irgendwie zur Sprachphilosophie. Geht es da um das Arbiträre, das Willkürliche der Sprache und so weiter. Und hatte Lust, darüber einen Master zu machen. Dafür bin ich dann nach Paris gegangen, habe dort 3 Jahre an der École Normale studiert, habe zur Philosophie dann noch Kunstgeschichte dazugenommen und dann über Magritte eben meinen Master gemacht, danach über nonlineares Denken geschrieben, so sprunghaftes Denken und so Schrift, die dazu passt, Nietzsche, Wittgenstein und so weiter. Und dann eine Doktorarbeit in Paris auch noch über Erzählung im Bild, erzählende Bilder. Und dann irgendwann kam so ein Startup-Projekt über den Weg, Markt für Ideen online, Crowdsourcing-Initiative, das habe ich dann auch noch gemacht und dachte, ich schreibe meine Diss am Wochenende und am Abend fertig. Das hat nicht so gut geklappt, dann habe ich wieder aufgehört und die zu Ende geschrieben und jetzt bin ich eben in Wien im Labor für empirische Bildwissenschaft. Ich habe hier so sponsormäßig die ganzen Institutionen draufgeschrieben und noch so ein kleines Augenzwinkern schon mit einem Bild von Vincent Brocaire, einem französischen Künstler, der, ich glaube, ja auch ein bisschen was mit Magritte zu tun hat, wie viele zeitgenössische Künstler. Ja, was sind so die Grundlagen von dieser Idee von Magritte bis Instagram? War es natürlich opportunistisch, ja, weil es hier um das Meetup geht. Deswegen Instagram, ich habe zuerst sogar Pinterest hingeschrieben, aber das sind ja nicht so viele von euch, glaube ich. Aber was ich an Pinterest gern mag, ist natürlich, dass die Sachen gruppiert sind thematisch und dass es nicht nur so ein Flow ist. Und das passt ganz gut zu dem, was ich mache. Das heißt, ich versuche immer so Sachen übersichtlich darzustellen. Und was ich heute versuche übersichtlich darzustellen, ist eigentlich, naja, so ein paar Dispositive oder Möglichkeiten, Bilder frappierend zu machen, interessant zu machen. Es ist in einer gewissen Weise ein bisschen was Oberflächliches, werdet ihr sehen, aber ich glaube trotzdem interessant, weil Oberflächen sind ja interessant. Es gibt, glaube ich, jemand hat gesagt, das Interessanteste ist die Oberfläche. Naja, also es ist auf jeden Fall so ein Ansatz von Diversität, also nicht nur künstlerische Bilder, sondern auch alle möglichen anderen Bilder. Und da passt Instagram vielleicht dann wieder ganz gut, weil ich irgendwo das Gefühl habe, dass wenn man drüber nachdenkt, über das Seeing In oder Seeing As, was so Begriffe sind von Walheim oder Wittgenstein, so Bildphilosophie, dass man sich eigentlich sowas auch ganz gut anschauen könnte und vielleicht sollte. Und es schade wäre, wenn man das außen vor lässt, nur weil es nicht offiziell Kunst ist. Oder wenn man über das Bildvehikel nachdenkt und den Bildträger und das Abbild, dann ist es ganz interessant, sich sowas anzuschauen, wo damit gespielt wird, dass es hier natürlich neutralisiert ist. Man denkt zuerst, naja, das ist einfach die Spur des Bildträgers, des Siebdrucks oder eine Imitation davon. Und dann auf einmal wird es eben hier motiviert und es geht um die saubere, pure Haut. Was ganz Ähnliches findet hier statt in der Werbung für eine Anti-Pickel-Creme aus Israel, wo eben auch so ein Spiel mit dem Bildträger und dem Abbild ist. Ja, und ich finde es ganz wichtig, dass man sich diese Sachen eben mit anschaut und habe ich heute jetzt versucht, ausgehend immer wieder von Magritte, aber dann auch weiterspringen zu Kunst oder manchmal Werbung oder anderen Comics teilweise. Es gibt natürlich auch eine gewisse Geschichte dieser Herangehensweise mit so Leuten wie Gombrich, der hier zum Beispiel einen Buñuel-Film in Verbindung setzt mit so einer Illustration aus dem 16. Jahrhundert und sagt, naja, sieht man doch eigentlich, dass das so ähnlich ist. Es geht da um Darstellung von Bewegung und am besten stellt man die im Einzelbild dar, wenn der Arm oben ist, dann weiß man nämlich, was passiert. Das ist zumindest die Grundidee hier. Oder auch jemand wie hier Rudolf Arnheim. Es werden ein paar Leute, ich erwähne immer so ein paar Leute, müsst ihr jetzt nicht alle mitschreiben, aber ich kann es euch nachher gerne nochmal sagen, wenn ihr wollt. Kommt einfach und sagt, wer war der Typ mit dem und dem, dann sage ich es euch nochmal. Rudolf Arnheim, Visual Thinking, da sieht man auch sowas, so eine Beobachtung, Mutter und Kind, eben bei Henry Moore und Corot, also zwei Künstler, die man normalerweise gar nicht zusammentun würde, aber es wird hier eben ganz plausibel gemacht durch diese kleine abstrakte Zwischenzeichnung von Arnheim. Ja, die erste Überlegung, woher kommt überhaupt diese ganze Überlegung zur Bildrhetorik, kommt aus der Zeit meiner Dissertation. Ich habe da 2010, 2009 oder so wieder damit angefangen
und habe immer getippt und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, naja, ich muss wieder ein Papier hernehmen. Und wenn man ein Papier hernimmt, dann kann man halt auf einmal auch zeichnen. Und wenn ich nicht mehr über Erzählung nachdenken wollte, habe ich manchmal anders über die Bilder nachgedacht, aber es fallen einem immer noch andere Sachen auf. Und ich habe dann irgendwo gemerkt, dass es bestimmte Sachen gibt, die immer wiederkehren. Also hier geht es jetzt sowas um Verbergen oder um Explosionen, die dann auftauchen in Comics oder in der Werbung von Sushi Planet oder so, wo es dann um Geschmacksexplosionen geht. Also was explodierende Bilder ist, zum Beispiel so eine Sache, wo man natürlich immer hinguckt, wenn ein Bild auf einmal explodiert. Oder wenn was verdeckt ist im Bild. Also das ist so, war das Kapitel dazu. Oder hier ging es so um andere Sachen, die ich dann halt so mit meinen begrenzten Zeichenfähigkeiten nachgezeichnet habe, die jetzt auch wieder auftauchen werden. Und immer der Versuch, sozusagen so Prinzipien zu identifizieren, die sich durch die ganze Bildgeschichte durchziehen, unabhängig von den Epochen und auch vom letzten Endes Ziel der Bilder. Ja, natürlich gibt es da auch prominente Vorläufer und man könnte sogar sagen, dass diese Sache von Magritte so eine Art Vorläufer davon ist. Denn hier versucht er ja auch so eigentlich teilweise offensichtliche Sachen nochmal deutlich vor Augen zu führen und zu zeigen, dass die interessant werden können. Sowas zum Beispiel ist natürlich vollkommen offensichtlich heute. Ein Bild kann in einem Satz den Platz eines Wortes einnehmen. Ich habe dann gedacht, naja, testen wir es mal. Habe meinem Vater eine WhatsApp-Message geschickt, ja, so zur Vorbereitung von Frankfurt. Er hat dann geantwortet, und es wird rote Rosen regnen, aber ohne Emoticons, komischerweise. Hätte sich ja eigentlich angeboten. Ja, machen wir jetzt natürlich viel oder immer wieder, so macht es natürlich kaum jemand, der nicht 13 ist, nehme ich an, aber sowas in der Art zumindest. Ja. Also das hier hätte ich vielleicht schon, das hätte ich vielleicht schon gebracht. Aber. Ja, also es sind Sachen, die tatsächlich die Magritte beobachtet, aber die jetzt gar nicht so sophisticated sind oder so. Aber man kann trotzdem was damit konstruieren. Die zweite Frage ist natürlich, was ist eine Pointe? Wenn ich von pointierten Bildern spreche, ist es nicht ein gängiger Begriff, sondern ein Begriff, den ich versucht habe einzuführen. Habe gedacht, ich schaue mal im Duden danach, nachdem ich den Titel schon hatte, was Pointe ist. Geistreicher, überraschender Effekt in einem Ablauf, besonders eines Witzes. Ja, kennt man natürlich aus dem Witz oder aus dem Aphorismus. Das sind dann noch viel gebrauchte Wörter mit Pointe, gelungen, böse, überraschend, gesetzt, hübsch und so weiter, ironisch. Aber ich glaube, das gibt es eben auch, dieses überraschende Ende gibt es irgendwo auch im Bild. Und manchmal ist es auch sofort sichtbar, manchmal braucht man eine Weile, bis man das überraschende Ende entdeckt sozusagen, oder die Pointe. Und ich glaube, Magritte ist so ein Meister der pointierten Bilder. Hier ist noch ein Beispiel aus der Literatur, das ich ganz toll finde. Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, machte eine böse Entdeckung. Also einfach so, drehen wir einfach mal die Perspektive um. Und kommt uns als Eurozentristen natürlich vollkommen komisch vor, ist aber wahrscheinlich viel zutreffender. Also stellt euch mal vor, es kommt einer zu euch nach Hause und sagt, ah, ich habe dich entdeckt. Sagst du, spinnst du eigentlich? Ja? Klar, eigentlich haben die Amerikaner den Kolumbus entdeckt und nicht der Kolumbus die Amerikaner. Also so eine Umkehrung. Und das ist eben was Magritte, glaube ich, auch in seinen Bildern macht. Und zwar teilweise einfach auch mit so ganz klaren Bildern wie hier. Ist eigentlich ein recht simples Bild, aber es passiert eben so eine Art Umkehrung, Doppelsinnigkeit, die ins Bild geführt wird. Und es ist schnell evident, also man braucht auch nicht so lange, bis man es verstanden hat, aber es ist trotzdem irgendwo rätselhaft. Und diese Klarheit, die Magritte in die Bilder bringt, auch von der Form her, vom Stil, die kann man eigentlich auch gewissen Schreibern von so pointierten Sätzen, also Aphorismen zuschreiben, zum Beispiel Karl Kraus, wenn er sagt, wer Meinungen von sich gibt, darf sich auf Widersprüchen nicht ertappen lassen. Wer Gedanken hat, denkt auch zwischen den Widersprüchen. Also dieses zwischen den Widersprüchen denken ist natürlich auch sowas. Na, da wird zwischen den Widersprüchen gedacht, das ist eigentlich ein Widerspruch, aber Magritte schafft es irgendwie trotzdem, diesen Widerspruch auf einmal irgendwie plausibel zu machen. Und man glaubt es auch, wenn man es nicht glaubt. Und er macht es eben in ganz einfachen Worten, ungewöhnliche Worte zu gebrauchen, ist eine literarische Unart, man darf seinem Publikum bloß gedankliche Schwierigkeiten in den Weg legen. Finde ich, passt auch gut zu Magritte. Man erkennt die Pfeife sofort, es ist nicht piktoral, man muss da nicht wie bei einem kubistischen Bild erstmal überlegen, was ist denn das überhaupt, sondern man sieht es sofort und genau deswegen ist es eben so interessant. Ja, wieso malt Magritte, wie er malt? Das ist eigentlich dann schon die Frage, die sich da schnell stellt. Also diese Einfachheit. Ich glaube, das liegt daran, dass
wenn man so malt, wie zum Beispiel Matthias Weischer, da fragt man sich nicht groß, warum dieses Pferd in der Wand verschwindet. Das ist eben Malerei, das ist vielleicht gar keine Wand, man weiß es ja vielleicht gar nicht so genau. Aber wenn das so gemalt ist, dann ist vielleicht diese Überraschung schon da, dass der Zug aus dem Kamin herauskommt oder dass hier dieser abgeschnittene Finger im Zimmer steht. Das heißt, diese Bildsprache, die eben dieser Piktoralität, ja, wie man sagen könnte, diesem Malerischen des Modernismus entgegensteht, erlaubt ihm gerade diese Überraschung zu provozieren. Und das hat bei Magritte eine gewisse Geschichte und er sagt in dem Text, der auch im Katalog abgedruckt ist, erinnert er sich an einen Moment, wo er was gemalt hat und hat eine Rose in die Brust von einem Mädchen gesetzt und es hatte keinen Effekt auf die Leute. Und dann hat er sich überlegt, woran liegt es? Es war 1924 und kam auf die Idee, das liegt daran, dass es zu abstrakt war. So hat er vorher gemalt, das ist Magritte vor Magritte sozusagen. Und wenn es so abstrakt ist, dann ist natürlich dieser Überraschungseffekt nicht da. Also wenn einer so eine Pfeife malen würde und drunter schreiben, dies ist keine Pfeife, würde man sagen, ja klar, sieht ja überhaupt nicht aus wie eine Pfeife. Dann wäre das Problem nicht da. Also die Problemstellung entsteht erst durch diesen gewissen Naturalismus, obwohl es vielleicht ein bisschen was anderes ist als Naturalismus. Also der Schock von so einem Bild lebt natürlich davon, dass es relativ naturalistisch ist. Eine spätere Version von Magritte ist schon wieder abgeschwächt, könnte man sagen, dadurch, dass es wieder so malerisch wird und die Hand des Malers so deutlich wird. Natürlich hat Magritte viele Nachfolger und auch direkte Imitationen, Referenzen nach sich gezogen. Hier ist zum Beispiel eine Variante von Crime and Presse, wurde auch in der Pinakothek mal gezeigt in München, wo man natürlich nochmal die krassere Variante hat, also jetzt als Foto. Das ist überhaupt eine Frage, die ich ganz interessant finde und wenn ihr da Ideen dazu habt, bin ich absolut interessiert, wie sich dieser Surrealismus von Magritte zur Fotografie verhält. Denn auf Instagram ist natürlich eher ein Fotomedium. Und ich frage mich zum Beispiel, ob diese ganzen Bildprinzipien, die ich nachher vorstelle, ob die ein Äquivalent haben in der Fotografie. Pardon, ich muss mal erst trinken. Genau. Also bei sowas ist es klar, aber bei vielen anderen Sachen eben nicht so. Ja, und wenn ein Bild eben so aussieht, wie jetzt von Agathe Pittier, eine französische Künstlerin, die ich ganz toll finde, dann ist dieser Schock gar nicht so stark, weil es eben so stark, wie könnte man sagen, verfremdet ist oder stilisiert von der Gewalt, die da stattfindet. Hier haben wir sogar so ein bisschen eine Sprache, die irgendwo zwischen mittelalterlicher Malerei, vielleicht Buchmalerei, Miniatur, persischer Miniatur und natürlich Comic variiert mit diesem fast comichaften Zeichen, wo das Tier auf den Mann fällt. Das sind alles so komische Morde, das ist so eine Serie von ihr, die seltsamsten Tode, die sie da abgezeichnet hat, also echte Tode sozusagen. Das ist ein anderes Bild, ein Auszug aus einem anderen Bild. Und da hat man natürlich auch dieses Blutrünstige, aber wiederum ist das Gefühl vielleicht ein anderes, zumindest nicht so möglicherweise ekelerregend oder erschreckend, wie wenn es naturalistischer wird. Das ist ein Auszug von diesem Bild bei Agathe Pittier. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass der Stil so comichaft ist, dass Kinder nicht traumatisiert werden, wenn sie sowas anschauen. Oder so. Diese Geschichten, wo natürlich ständig irgendwie Leute niedergeprügelt werden, totgeschlagen, naja, nicht tot, die stehen ja immer wieder auf, der Arme. Tja, ging es euch eigentlich auch so, dass ihr immer Tom lieber mochtet und es euch immer geärgert hat, dass Tom immer einen aufs Maul kriegt? Also ich hatte meine ganze Kindheit, habe ich gedacht, dieses Mal schafft es Tom endlich. Und dann hat immer Jerry gewonnen. Ja, immer wieder, bam, ja, jetzt eins, zwei, ja, genau. Aber ja, jetzt hören wir damit auf, diesen Blödsinn. Nein, noch nicht ganz. Ja, noch ein bisschen Liebe für Tom. Ja, es ist interessant, also offenbar ist es auch schon, dass Kinder das schon so sehen, diesen Unterschied zwischen den Stilen. Und das ist so ein eigentlich ein psychologisches Ergebnis, wo man merkt, dass Kinder durch diese runden Formen in Tom und Jerry davon eben schon erkennen, dass es nicht echt ist. Das sind keine echten Wesen, das tut denen nicht wirklich weh. Einfach durch den Stil. Das heißt, Stile tragen eigentlich, philosophisch könnte man ein bisschen hochgestochen sagen, eine Ontologie mit sich, ja? Eine bestimmte Art des Wesens oder eine Weltsicht. Sehen allerdings nicht alle Leute so. Ja?
Senior Egypt official blames Tom and Jerry video games for violence across Middle East. Tom and Jerry portrays the violence in a funny manner and sends the message that yes, I can hit him, I can blow him up with explosives. It becomes said in the viewer's mind that this is natural. Und deswegen passiert da so viel im Mittleren Osten, das ist also Tom und Jerry schuld, haben wir das endlich geklärt. Aber Magritte ist eben nicht ganz realistisch, sondern glaube ich, ist eigentlich näher dran an den Piktogrammen. Also wenn man sich das hier anschaut, fand ich das ganz plausibel. Bei meinem Flug hier im Airplane-Mode diese ganzen Piktogramme vergrößert, deswegen nicht zugestellt. Und man sieht eigentlich zum Beispiel dieser Schlüssel, wenn man den vergleicht mit dem Schlüssel bei Magritte, das ist genau sozusagen der Archetyp des Schlüssels. Es ist gar nicht ein echter Schlüssel, sondern der Archetyp. Oder hier dieser Ring, den seht ihr auch nachher in der Ausstellung, ist wiederum der Archetyp des Rings, der hier als Piktogramm sich wiederfindet. Diese Tasche, total ähnlich dieser Magritte'schen Tasche. Und das ist 1927, das ist 2016. Das ist eben so archetypisch, dass es sich nicht mal geändert hat. Also es gibt ja auch diese Ideen von der Evolution of Useful Things, dass sich das irgendwann halt einschreibt, was ein optimaler Hammer ist. Und dann sieht der Hammer halt jahrhundertelang gleich aus. Und daran liegt es vielleicht. Aber jedenfalls gibt es da so eine Art von Reduktion, die irgendwo nicht ganz am Realismus ist, auch nicht ganz im Comic. Hier nochmal ein bisschen Pferde, also man könnte sich auch die Tiere alle nochmal anschauen, wo man so eine Ähnlichkeit auch feststellen kann. Also es ist nicht einfach realistisch, glaube ich. Übrigens gibt es auch hier diese Unterschiede, diese Stilunterschiede. War mir noch nie aufgefallen. Wem ist schon aufgefallen? Ja, freut mich. Ist mir auch aufgefallen. Ja, das sind diese, zumindest im iPhone sind das die Piktogramme. Also man hat da zwei Möglichkeiten. Ein bisschen realistischeren Shark und hier den, ist eigentlich ein Delfin wahrscheinlich. Ja. Und man sieht das natürlich auch an dieser Pfeife, dass es genau dieses Degree von Realism hat. Und ich glaube, das kann man mit so einer Theorie von Scott McCloud ganz gut zusammenbringen, dass sich überlegt hat, wieso sehen Comicfiguren so aus oder sogar so. Und er meint, es liegt eben daran, dass sowas kann halt nur ein Mensch sein, das vielleicht ein paar Tausende, Millionen, das kann fast jeder sein. Und so ist es auch mit diesen Archetypen-Objekten. Die sind zwar nicht da, aber irgendwo hier, glaube ich. Also Magritte ist wahrscheinlich irgendwo zwischen diesen beiden. Und dadurch wird es eigentlich die Pfeife an sich. Also es ist fast so nah man eben rankommen kann, as good as it gets, dem Archetypen oder dem Stereotypen der Pfeife nahe. Das kann man auch mit Psychologie wieder zusammenbringen. Denn es gibt so eine Idee, dass wir so Prototypen im Kopf haben, die uns erlauben, Objekte zu erkennen. Und die zeigen eben die repräsentativsten Eigenschaften der Dinge und alle, die das Ding von den anderen unterscheiden. Und wenn man dies sozusagen abruft, dann geht es natürlich viel schneller, dass wir verstehen, was es ist. Und dann ist es natürlich umso paradoxer, wenn dann jemand sagt, nee, ist es nicht. Sondern sieht aus wie ein Schwarm, ist aber was anderes, sieht aus wie eine Pfeife, ist aber was anderes. Allerdings, ja, müsste man dann glauben, dass Piktogramme universell verständlich sind. Sind sie aber nicht. Das liegt einfach daran, dass unterschiedliche Plattformen eure Piktogramme anders rumschicken. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon manchmal so ging, dass dann irgendwie so ein trauriger Smiley zurückkam, obwohl ihr eigentlich was Lustiges geschickt habt. Das kann an solchen Sachen liegen, dass die bei den anderen ganz anders ankommen. Und das ist sozusagen eine Misconstrual Rate von den hier untersuchten Emoticons. Also bei dem ist es so am schlimmsten. Ups, was ist da passiert? Zu lange gedrückt? Sorry. Ist ein bisschen vor. Also es ist sozusagen, genau. Fange ich hier wieder an. Hopp. Ja, es kommt wieder. Ja, okay. Also es ist sozusagen so, dass es dann doch dass es eine Unsicherheit gibt über die Plattformen hinweg. Ja, pointierte Bilder. Grundprinzip von Magrits Bildrhetorik ist eigentlich die Begegnung, würde ich sagen. Es gibt unterschiedliche Typen von Begegnungen. Die Begegnung als Zusammenstellung, sowas hier. Haben wir jetzt eine Zusammenstellung von Objekten, wo man sich zunächst fragt, was machen die alle zusammen? Wieso gehören die hier zusammen? Und dann natürlich auch die Zusammenstellung von einem Objekt und seinem Namen. Oder nicht seinem Namen, nämlich einem anderen Namen. Oder hier sowas, wie hier stattfindet. Aber sowas findet man natürlich dann auch wiederum zum Beispiel in Werbung bei Armani, wo es so ein bisschen um die unterschiedlichen Aspekte des Lebens geht und da die Armani-Brille dann natürlich irgendwo eine Rolle spielt. Man fand es hier bei den Solange-Stories von 1930 in diesem Buchcover, wo man so ein Gefühl dafür gibt, um was für ein Buch es hier geht. Eine Werbung für Wien, unterschiedliche Details aus dem Kunsthistorischen Museum.
Man hat hier eine Zusammenstellung, Designmesse in Wien, also hier schon fast so als Collage. Und das ist eine Arbeit von Vincent Brocaire, so eine Defragmentierung, also so ein Spiel ist mit, ist es echte Welt oder ist es Computer? Das hat natürlich eine Geschichte, die noch viel weiter zurückgeht. Und man findet zum Beispiel schon in so einem kleinen Gebetsbuch im 15. Jahrhundert. Dann gibt es Begegnungen als Szene, also wo nicht die Sachen einfach nebeneinander stehen, sondern sozusagen in eine kleine szenische Einheit treten, wie hier. Als heißt so, als würde das Pferd hier auf dem Wagen rennen. Hier diese ja, was oft als eine Vergewaltigungsszene interpretiert wird, was natürlich auch ein formales Spiel ist. Hier eine Arbeit von Jean-François de Witt, ein Werbefotograf, wo es um das Praktische des Minis geht, also einfach so eine Zusammenstellung über Perspektive, wo der Mini noch mehr Mini ist. Und dann gibt es so ein Zwischenreich, würde ich sagen. Also hier haben wir sowas wie, sieht man jetzt kaum, da sind auch so Objekte drin. Hier haben wir wieder die Nebeneinanderstellung, aber es ist irgendwo szenisch. Hier auch sowas Szenisches. Das ist ein Auszug aus einem Buch, das ich gerade am Ende des Jahres mit dem Künstler Benjamin Huygard gemacht habe. Vorbereitungsfotos für Werbung in der analogen Zeit, also als man nicht einfach die Blume dann deturieren konnte und so schweben lassen. Und dann hat man sich eben solche Sachen überlegt. Und diese Fotos sind teilweise viel surrealistischer und interessanter als die Werbefotos, die man dann am Ende sieht. Oder hier nochmal sowas aus dieser Konstruktion von dem Werbebild. Also so etwas ganz Seltsames, Surreales. Oder hier für die Spa-Werbung. Wo man auch merkt, ich meine, Jean-François de Witt ist ein Belgier. Seine Auftraggeber waren auch auf Belgier. Spa ist ein belgisches Wasser und so. Man könnte fast meinen, der Surrealismus hätte sich da so in die Populärkultur eingeschrieben. Und ein viertes Dispositiv ist Begegnung als Fusion. Das ist eigentlich die interessanteste. Also sind solche Sachen, die ihr sicher auch schon kennt und im Auge habt. Also wo zwei Objekte nicht nebeneinander stehen, nicht in eine Szene treten, sondern richtig fusionieren. Hier haben wir so eine Fusion zwischen Schlange und Kerze. Hier nochmal eine Zeichnung, die in eine ähnliche Richtung geht, allerdings mit Bleistiften. Und hier haben wir wieder ein Werbeauftreten von was Ähnlichem. Oder da, bei der Werbung schreibe ich nicht, wenn das Unternehmen dabei steht, habe ich jetzt nicht jemand dazu geschrieben, wer die gemacht hat. Das ist wieder so eine Arbeit von Jean-François de Witt, wo man sich schon denken kann, so ungefähr, um was es geht. Ja, wofür ist das eine Werbung? Vorschläge? Buntstifte, yes. Farbakas, ja, sehr gut. True Colors. Hier nochmal das hier. Kommunikation, ja, die ihr Ziel trifft. Well-aimed Communication sind natürlich irgendwo Metaphern. Also meistens ist diese Fusion zielt auf irgendeine visuelle Metapher ab. Das ist wieder ein Auszug aus unserem Buch, wo man hier noch die kleinen Nädelchen sieht, wo dieses Doppelobjekt zusammengesteckt ist. Und da ging es wahrscheinlich darum, dass die Sachen wirklich schmecken, wie sie schmecken sollen und nicht nach den anderen Sachen im Kühlschrank oder so. Also vollkommen langweilig, aber das Bild ist irgendwo trotzdem spannend. Ja, worum geht's hier? Auch Jean-François? Na? Ja, Autoreifen womöglich oder auf jeden Fall die Vorsicht bei Glätte, genau, also die Gefahr von Glätte. Das ist eine künstlerische Arbeit, die auch mit dieser Fusion arbeitet, kommt oft vor und ich habe das Gefühl, wenn diese Fusionen passieren, dann kann man die immer ganz systematisch eigentlich entschlüsseln. Das ist eine Arbeit von Ricky Swallow 2001, da war der iMac gerade so 2 Jahre alt. Habt ihr wahrscheinlich erkannt, das habe ich schon gesagt, die Referenz, was wird fusioniert, der Totenkopf und der iMac mit diesem schönen Griff, der eigentlich keine Funktion hat, sondern nur da ist, damit man das Gefühl hat, diese Dinger lassen sich tragen, beherrschen, ist alles kein Problem, keine Angst, Computer ist nichts Böses, Graues, was man nicht versteht, sondern das kann man mitnehmen wie so ein Täschchen. Auch wenn sie niemand rumgetragen hat eigentlich. Also es hat nur eine symbolische Funktion. Ja, wie entschlüsselt man sowas? Um was geht's hier? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich habe eine Idee. Strahlung? Okay, also dass man krank wird. Okay, ja, das wäre so eine Möglichkeit, genau. Ja?
Okay. Ah ja, stimmt, das könnte sein, ja. Also dass es nur so eine, die Oberfläche ist, die irgendwie sich verändert. Mhm. Andere Vorschläge, also wir hatten jetzt so den Versuch, Strahlung ist natürlich so, man hat einerseits das Symbol des Todes und das appliziert man jetzt auf dieses technische Gerät. Man könnte es aber auch andersrum machen, ne? Könnte sagen, wir haben jetzt ein technisches Gerät und applizieren das auf unseren Schädel. So eine Umkehrung. Was käme dann raus? Entschuldigung? Identifizierung, ja? Oder dass wir selber vielleicht irgendwie anfangen zu denken, wie so Maschinen, also sowas in der Art. Oder eben noch vielleicht fast banaler, einfach, habt ihr alle noch so ein iMac? Nee? Worum könnte es dann auch gehen? Erinnern, ja, das ist 2001, also es war praktisch damals noch frisch. Ja, genau, ja, dass es schon tot ist, also programmierte Obsoleszenz, diese Idee, was mit der Glühbirne sozusagen immer stark gemacht wird. Am Anfang haben die Glühbirnen ewig gebrannt und dann gab es ein Kartell, das hat gesagt, es ist nicht gut, wir verkaufen keine mehr, wir limitieren das jetzt auf 1000 Stunden. Und das wurde dann irgendwann gesprengt in Amerika und dann hat es sich wieder ein bisschen erhöht und wieder auf 1000 Stunden eingependelt, komisch. Also jedenfalls ist das programmierte Obsoleszenz. Und was man hier auch ganz gut sieht, finde ich, ist, dass die nicht nur technisch ist, wie man sie immer denkt, sondern auch ästhetisch. Also wir finden das jetzt auch nicht mehr so schön. Ja. Diese Farben, das war halt irgendwie gut 2000, aber jetzt ist es uns irgendwie zu bulky auf jeden Fall. Und die Farben gehen eigentlich noch, aber... Deswegen auch das Weiß oder das Schwarz, das kurze schwarze Kleid ist ja zum Beispiel ein Klassiker, weil es halt schwarz ist, ja. Und kurz vielleicht, ich weiß nicht. Ja, und dann Bild, dann gibt es die Möglichkeit der Begegnung als Collage. Das haben auch viele Leute gemacht, Stesacker zum Beispiel hier oder eben, das kommt auch viel in der Werbung vor, ja, bei Jean-Paul Gaultier, Coca-Cola. Hier so ein Spiel mit der, auch wieder die Idee des Klassikers. Hier eine Werbung für, ich mache das ganz schnell, weil ihr seid ja Instagramer, ihr seht das immer sofort, oder? Kann ich einfach so durchklicken, zack, zack. Ja, und hier so eine Art Zwischending zwischen Szene und Collage. Also es könnte so sein, ist aber eigentlich eine Collage, Littering ist Dump, so das ist halt die Grundidee. Oder hier, Littering says a lot about you, pig. Also das sind so Zwischenspiele. Und das ist eine Werbung von Catfish, die ich mal so appropriated habe. Ihr seht, ich habe schon alles Mögliche mitgemacht als Philosoph. Ja, und dann gibt es Begegnung durch Textur. Das ist eine Arbeit, die in der Ausstellung ist. Da wird praktisch so eine Fusion zwischen Material und Form hergestellt. Und Ewan Michaels ist ein Fotograf und der sagt das hier, und man müsste sich das mal genauer anschauen, er sagt, er hat endlich Magritte getroffen, also 1965, erinnert er sich später und sagt, the man whose profound and witty surrealist paintings had contradicted many assumptions, my assumptions about photography. Also er hat dann seine Fotografie nochmal anders konzipiert, nachdem er sich diese Magrittes angeschaut hat. Wäre natürlich toll, wenn es jetzt hier so einen Magritte-Effekt gäbe, so eine Welle, ja. Und dann verändern sich alle diese Accounts so und es wird alles so Magritte-mäßig. Ich finde das total cool. Ja, also bei ihm ist es so und hier sieht man es auch. Es ist natürlich auch ein Spiel mit dieser Textur. Also da hat er tatsächlich einen Weg gefunden, das fotografisch mit so einer Doppelbelichtung hinzubekommen, dass Magritte irgendwie in die Wand eingeht, die Wand Magritte wird oder andersrum. Ein Porträt natürlich von ihm. Bei Magritte selber findet man hier zum Beispiel diese Geschichte mit dem Vorhang oder die Figur, die so sich ihrer Umgebung ein bisschen angleicht. Und hier ganz deutlich... Das heißt interessanterweise auch Entdeckung. Also man könnte auch so denken, dass man entdeckt, dass sie eigentlich aus Holz ist oder so, also dass es so eine Idee hat. Das hat Orishas zum Beispiel aufgegriffen für ihre Alocubano-CD, wo ihr seht, dass das so Holzköpfe sind. Man sieht es noch deutlicher hier in der Single-Auskopplung. Ja, Jean-François David hat es natürlich auch gemacht. Hier das zugeschnittene Fleisch. Form und Textur eben was anderes. Und es gibt noch was, was ich ziemlich gruesome finde. Wofür ist das eine Werbung? Von Eresie, so einer französischen Agency. Vorschläge. Es ist ziemlich weit hergeholt. Don't become a meal. Das ist so Mückenspray. Ja, das ist so Schutz vor Mücken.
Das ist nochmal ein bisschen anders. Safe no matter what you make, Play-Doh. Also genau, also so ein Spiel mit unterschiedlichen Formen. Und das ist eigentlich die ganz einfache Version, Kinderversion, habe ich bei mir im Wald gefunden, wo ich früher gespielt habe. Und ich habe gedacht, ich habe so Pfeil und Bogen gebaut. Und was machen die Kids jetzt? Ja? Hat schon erkannt, ja. Das ist so ein Trackpad, nennt man das, von der PlayStation. Also die machen da aus Holz in ihrem Baumhaus, ja, bauen die sich halt so Trackpads und Gameboys und all so ein Zeug, ja. Also es gehört eigentlich hier rein, finde ich. Ja, ich bin schon zu lang, ich weiß nicht. Nee, da geht's noch, oder? Könnt ihr noch ein paar Bilder anschauen? Okay, gut. Gut, ja, es gibt auch ein bisschen Studien zur Fusion. Also ich nenne das Fusion, wenn diese zwei Sachen direkt zusammenkommen, nicht nebeneinander stehen. In der Wahrnehmungspsychologie von so einer Gruppe in Wien, die machen empirische Ästhetik, nennen die das, um Helmut Leder. Und die haben sich solche Magrittbilder vorgenommen wie das hier und haben daraus das gemacht. Super, oder? Ich will auch Psychologie machen. Ja. Den Magritte banalisiert sozusagen. Oder den hier hergenommen und das rausgemacht. Ja. Ich finde das eigentlich konzeptuelle Kunst. Das ist, also für mich ist das fast konzeptuelle Kunst. Ja, und dann haben sie sich ja angeschaut, wie gut finden das die Leute? Was finden sie besser? Not a big surprise. Die Leute finden natürlich mögen das Ambiguide, die nennen das ambig. Ich finde, das ist überhaupt nicht ambig, sondern das ist halt die nennen es ambig, also das Ambige finden sie besser, das ist immer das hier. Das hier ist ambig und das ist das Normale. Das Ambige finden sie besser, wenn man es 100 Millisekunden zeigt oder auch 1000 Millisekunden, also eine Sekunde. Mehr machen die Psychologen nicht. Ja? Also, über eine Sekunde, so viel Zeit haben sie nicht. Meistens, manchmal 3 Sekunden ja, maximal. Also 1000 Millisekunden, immer das Schwarze ist das Ambige. Und da sieht man, dass es schon bei 100 Millisekunden finden sie Leute schon besser und bei einer Sekunde richtig besser. Sie finden es auch interessant und zwar ist da der Unterschied noch größer. Also es gefällt einem noch einigermaßen so das hier oder diese zwei Flaschen, aber interessant finden das kaum Leute. Also hier geht es dann richtig hoch, wenn man das lang anschaut. Und was dazu in Kontrast gesetzt wurde, war was man die Fluency nennt. Fluency ist, wie einfach habe ich es verstanden. Ja, das meistens wird es getestet, wie schnell erkenne ich es, also Fluency. Und die Fluency, die ist ziemlich ähnlich, seht ihr da. Also bei der Fluency ist der Unterschied nicht so stark, aber es ist ein bisschen das Non-Ambiguous, verstehen Sie natürlich schneller. Also, das heißt, ambig, Magritte, brauchen wir ein bisschen länger, finden wir aber besser. Das ist sozusagen das Resultat von der Studie Jake Schleder Forster 2013. Jetzt ein neues Prinzip, nicht mehr Begegnung, sondern Enthüllung. Und jetzt gehen die Prinzipien ein bisschen schneller. Also Begegnung habe ich ein bisschen intensiver gemacht, weil das für Margret so wichtig ist. Enthüllung. Ja, man könnte sagen, das ist schon so ein Enthüllungsbild. Also dass man da eben das Nichts dahinter nochmal aufzeigt. Zuerst könnte man ja denken, das sind schwarze, draufgemalte Figuren. Jetzt hier mit dem Riss wirkt es dann so, als sei es tatsächlich irgendwie seins Löcher. Also es wird dann auf einmal desambiguisiert. Oder hier wirklich diese Enthüllungsidee, ich nehme das weg, heißt ja auch der geheime Doppelgänger, also das, was wahrscheinlich innen drin ist, und das ist das Alphabet der Enthüllung, deswegen auch der Begriff. Und Vincent Brocaire hat es auch gemacht, zum Beispiel hier, allerdings in so einer Art In-Situ-Arbeit, die ich ganz gut finde. Also im Zentrum eben dieser klassische Wasserfall, diese Wasserfalldarstellung. Aber drumherum das vorgestellte Instrumentarium, das dann sozusagen den Wasserfall im Bild zum Funktionieren bringt. Das ist immer so eine Grundidee von ihm, dass irgendwie alles in der Welt eigentlich nicht so ist, wie wir denken, sondern dass irgendwelche komplexe technischen Realisierungen im Hintergrund gibt. Das ist eine andere Arbeit, das war eine kleine Videoarbeit, wo er sozusagen vor dem Blumentopf die Röntgenstrahlen, diesen Durchblick hergestellt hat, ja, wie die Blumen wachsen. Das ist in situ in einer Ausstellung, die ich kuratiert hatte, wo er es in der Wand gemacht hat. Also so als hinter der Wand sozusagen der Photoshop, das ist ja der Photoshop-Hintergrund, wenn kein Bild mehr da ist, als hätte es in der Welt auch
diesen Hintergrund. Und hier so in zwei, also wieder so eine Revelation. Der Morning Rain ist eigentlich nur ein Vorhang. Man spürt hier richtig, finde ich, so den Magritte, auch wenn das jetzt eine zeichnerische Umsetzung ist. Und dann immer mal wieder die digitale Dimension mit dabei. Das macht er auch gerne, also zeichnet teilweise total sophisticated und dann kommt so ein Ding drüber. File missing oder in dem Fall ist es noch eine recht einfache Zeichnung. Ja, dann das Spiel mit dem Rahmen, schon wieder neues bildrhetorisches Prinzip, ist natürlich hier präsent. Ja, das könnte man auch sagen. Also geht es ein bisschen um Enthüllung, aber es geht halt auch um so ein Spiel mit der Rahmung. Super wichtig bei Magritte. Werden das auch nachher sehen. Natürlich bei Magritte so eine Metapher des menschlichen Geistes, zumindest sagt er das mal. Man freut sich ja immer, wenn er irgendwie klare Ansage macht. Dann denkt man, ja, jetzt habe ich es kapiert. Aber meistens ist es dann trotzdem interessant, nochmal drüber nachzudenken und sich nicht mit diesem Aha-Effekt zufrieden zu geben. Auch wenn natürlich irgendwo Ausstellungsmacher immer versuchen, einem die Aha-Effekte zu verschaffen, damit man glücklich aus dem Museum rausgeht. Denkt aber immer noch mal ein bisschen über den Aha-Effekt hinaus. Aber jedenfalls ist hier so die Idee, die Grunderklärung immer, diese Bilder sind wie unser Geist. Man weiß halt nicht, ob wirklich draußen diese ganzen Leute sitzen oder dass irgendwie ich ein Gehirn im Tank bin und ihr alle nur simuliert seid. Ja. Das kann ich halt nicht wissen. Also es ist so ein bisschen wie dieses Bild, wo man nicht genau weiß, ob das, was dahinter, was so aussieht, als sei es dahinter, wirklich dahinter ist oder in meinem Fall davor. Hier auch. Übrigens mit einem schönen Doppeleffekt. Also es ist so ein Bild, das ein bisschen eine Zeitlichkeit hat, finde ich. Wo ist das Detail? Das überrascht vielleicht. Die Ecken, ja. Genau. Also wenn man hier, schaut mal. Genau. Ja, genau. Also es ist so, dass man zuerst denkt, natürlich der Himmel ist da drauf, aber dann schaut man sich das an und merkt, der Himmel ist doch nicht drauf, sondern der ist nochmal dahinter. Also so ein doppelter Boden eigentlich, den wir hier haben. Auch natürlich ein Spiel mit dem Frame, a play with the frame, in einem ganz konkreten Sinn. Das gibt es aber auch schon viel früher und ich finde das immer in diesen persischen Miniaturen unglaublich. Ja, die machen da einen super schönen Rahmen und dann so wächst es da so raus. Also es ist einfach auch ästhetisch sehr, sehr toll. Es gibt immer auch diese versteckten Figuren im Übrigen in diesen Miniaturmalereien. Seht ihr diese Köpfe, wo man nicht so genau weiß, ist es so ein Kopf oder nicht? Dario Gamboni nennt das Potential Images, potenzielle Bilder. Also hier ist so eine Art Tierkopf, wie so ein Bär. Oder hier, also geht es vielleicht um irgendwie so eine Präsenz des Geistes oder Gottes in der Welt oder so. Im Übrigen auch ganz lustig, das ist ein arroganter Priester, der unter dem Gewicht seines eigenen Bartes ertrinkt. Hier hat keiner so einen richtigen Hipsterbart. Das geht, also ihr überlebt. ja, das ist ganz toll von Niemann. Christoph Niemann auch, Game with the Frame. Total genial. Also wo es auch um so Support des Bildes und was gehört noch zum Bild, was ist außerhalb des Bildes, wo es darum geht. Sechstes Prinzip, Spiel mit der Wahrnehmung. Das haben wir hier schon ein bisschen gehabt, natürlich. Also dass man nochmal hinschauen muss und dann nochmal was entdeckt. Und wir haben es hier. Finde ich auch wunderbar. Ich habe eigentlich die Hypothese, das hat er als Antwort auf Merleau-Ponty gemacht. Der schreibt in seinem Œil l'Esprit, das Auge und der Geist, schreibt er von den Pferden von Jericho und sagt, warum hat man das Gefühl, dass die Pferde von Jericho auf der Leinwand rennen? Es stand nie ein reales Pferd so in der Luft. Ja, ja, das liegt daran, dass ein Fuß in jedem Moment ist. Also es ist sozusagen so, hat der den Eindruck, dass Jericho das so malt, dass ein Fuß eigentlich schon wieder weg ist und dadurch hat man so eine Illusion von Bewegung. Und Magritte hat das Buch gelesen, kommt da auch drauf zu sprechen in so einem Brief, allerdings sehr kritisch, sagt, Merleau-Ponty schreibt über Malerei, als würde man über Literatur schreiben und nur vom Stift und der Tinte erzählen. Also er hat das Gefühl, dass er nicht richtig in die Sache eindringt. Aber umso mehr war er vielleicht interessiert an der Stelle, wo dann Merleau-Ponty doch konkret wird und von diesem Pferd spricht. Und man könnte eben glauben, dass Magritte sich das Problem gestellt hat. Er sagt, irgendwann fängt er an, jedes Bild als Problemstellung zu verstehen. Wie kann man ein Glas mit Genie malen? Und dann kommen die Hegels Ferien raus. So ein Glas, das auf so einem Schirm steht zum Beispiel. Und hier könnte man eigentlich, also habe ich das Gefühl, da geht es darum, wie kann man ein Pferd
1965 noch mit Genie malen, obwohl schon so viele Pferde gemalt wurden. Und er hat vielleicht eine Lösung gefunden durch diesen Bewegungseffekt, der da entsteht, dass es mal davor ist, mal dahinter. Ja, gibt es auch als Einhornismus-Version, habe ich bei Webschnorcheln gefunden. Super. Aber sonst macht das nicht so viel. Also, dass man richtig so ein Perzeptionsphänomen hat, fast wie bei so Op-Art oder so Perceptual Art oder so, das kommt selten vor. Das hier finde ich auch eine tolle Illustration davon, weil es so minimalistisch ist. Ja. Und trotzdem hat man diesen Schwank, diesen Bewegungseffekt. Also man braucht gar nicht viel. Hier nochmal ähnlich, bisschen gröber, humoristisch, auch alt. Das ist ein bisschen die sublime Version von Taniguchi. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wunderschöne. Wenn man nicht raus kann und man muss irgendwie in der Stadt sitzen, dann muss man irgendwie Taniguchi lesen. Und das ist so ein Mann, der geht. Das ist aus dem Mann, der geht. Und der geht einfach durch die Stadt und schaut die Vögel an und den Regen. Und irgendwann zerbricht er seine Brille. Und dann haben wir auf einmal eben, sehen wir mit ihm. Ja, und dann, man versteht es zuerst nicht und dann setzt er die Brille wieder auf. Und dann ist hier die alternative Perzeption. Also zuerst ohne Brille, dann die zerbrochene Brille. Ja, und dann sieht man ihn von außen. Also auch sowas Filmisches, so eine Ego-Perspektive oder so, wie man im Computerspiel sagen würde, an der Stelle. Und dann wieder eine Außenperspektive. Und das ist eigentlich mein erster Kontakt mit diesem Dispositiv, nämlich in MAD, 1989, war ich 10, irgendwie Ferienlektüre. Und das ist mir dann wieder eingefallen, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Und dann bin ich nach Hause in den Keller und habe gedacht, hoffentlich hat es mein Vater nicht weggeworfen. Und er hat es nicht weggeworfen. Ich habe es also wiedergefunden von Al Jaffe. Und da hat man natürlich auch dieses Ding, ne? Mit der Brille, der Typ hat seine Brille nicht auf. Ja. Was macht der? Klar. Ja. Schnappt sich die Brille. Ja. Und dann merkt man, dass sozusagen mit diesem unscharfen Bild eigentlich viel mehr Realitäten kompatibel sind als mit dem scharfen Bild. Da ist noch alles möglich, ja. Aber mit der Brille dann eben nicht mehr. Vielleicht sollte ich auch mal meine Brille abnehmen. Ja, hat man vielleicht eine schönere Sicht auf die Welt, aber brauche ich ja bei euch nicht. Das ist Keloptik, Werbung für einen Optiker in Frankreich, auch total lustig. Wo man mal den Monet ordentlich macht. Oder den Van Gogh. Dass man endlich mal scharf sieht. Genau. Worum geht's hier? Was glaubt ihr? Wofür ist das eine Werbung? Gibt noch ein paar andere, aber ich habe jetzt nicht alle. Ja, genau. Ja. Geschwindigkeit. Also, ja, was Schnelles. Autos. Ja. You won't ever want to stop. Das Master Camping Car von Renault ist so geil, dass man einfach immer weiter fährt. ja, das sind diese optischen Spiele. Also jetzt kommen wir auch in die Sachen rein, die Magritte weniger gemacht hat. Also Magritte hat eben auch nicht jedes bildrhetorische Dispositiv verwendet, war sich zum Beispiel immer mit diesem Stil treu, den wir schon entdeckt haben. Und das ist eigentlich schon der Schluss jetzt. Er hat es zwar mal zeitweise gemacht, das hat man ja wohl offenbar hier gesehen, also auch mit der Periode Vache, wo er eine Zeit lang seinen Stil komplett verändert hat und dann eben so gemalt hat. Das ist auch in der Ausstellung. Bei dem finde ich es auch noch ganz spannend, weil irgendwo dadurch, dass es so radikal malerisch ist mit diesen dicken Strichen, ist es fast, also ist die Gewalt auf eine gewisse Weise auch wieder da, also anders da. Das war so humoristische Gewalt, aber irgendwo führt der Pinselstrich irgendwie die Gewalt mit ein, weil es auch so ein wilderer Pinselstrich ist, würde ich jetzt mal behaupten. Hier macht es so ein bisschen natürlich, dass es so eine Variation von Stil hat, also er hat es zeitweise variiert, hier ist eine Variation in einem Bild. Hier hat man es vielleicht so ein bisschen zwischen den zwei Zonen. Ein Bild, aber zwei Stile, aber das machen Künstler ganz wenig. Meistens ist es ja so, man findet seinen Stil und dann bleibt man dabei. Ja? Ein Künstler hat seinen Stil gefunden, Magritte hat seinen Stil gefunden, 32 bleibt er dabei. Ja? Verkauft sich gut, ist eine Marke und so weiter. Sagt er ja auch teilweise in Briefen und so. Aber manche Künstler machen es doch und ich finde es total spannend, wenn sie es machen. Also es gibt eine neutralisierte Variante, in einem Bild zwei Stile zu haben. Das ist die hier zum Beispiel. Ja klar, neutralisiert, weil ist ja motiviert im Bild. Ist halt eine Kinderzeichnung. Ja, die kann nicht so gut, also sieht es nicht so gut aus.
Hier bei Picasso, ja, Chef-d'œuvre inconnu, Illustration von so einem Balzac-Roman, wo einer irgendwie glaubt, er hat jetzt das ideale Frauenbild gemacht, und dann kommen seine Freunde und sagen, da ist gar nichts drauf. Und dann entdecken sie irgendwann so einen Fuß, und dann ist dieser berühmte letzte Satz, il y a une femme là-dessous. Ja, es ist eine Frau drunter, unter dieser Wand von Malerei. Und da hat man das natürlich auch auf dem Bild. Hier, das ist eigentlich so ein ähnlicher Stil, die zwei, aber hier was ganz anderes. Also hier sieht man noch so die Augen. Hier wieder aus einer Werbung, motiviert, die hält so ein Bild. Ja, geht es um die Eleganz, der Tanzschuhe wahrscheinlich. Oder was ist LWO? Kenne mich da nicht so aus. Oder nicht so. Strumpfhose. Hier geht es um das frühere Leben des Mannes. Also wir helfen Ihnen wieder, eine Zukunft zu finden. Sie haben eine Vergangenheit, wir helfen Ihnen, eine Zukunft zu finden. Fondation Abbé Pierre. Das ist von Art Spiegelman. Comics as a medium for self-expression. Oh John, you're such a fool. I'm sorry. Wo man hier so diese expressionistische Stil, wo eigentlich Spiegelman sich ein bisschen drüber lustig macht, dass man eben so malen muss, wenn man es ernst meint und nicht Comiczeichnungen machen darf. Ist also so eine sehr kritische Zeichnung von 81. Und bei Magritte, ja, Magritte macht das, nutzt es eigentlich gar nicht. Ja, wenn bei ihm ein Bild vorkommt, sieht es immer aus wie der Rest. Das heißt, das Bild sieht nicht aus, als sei da ein anderer Stil oder so, sondern es geht eher um die Fusion zwischen beiden. Jetzt gibt es aber auch natürlich eine nicht neutralisierte Variante, die ist eigentlich mein Lieblingsprinzip, ehrlich gesagt. Das ist so Saul Steinberg zum Beispiel, das Familienporträt. Da gibt es gar keinen Grund, dass die unterschiedlich aussehen, also es sind ja keine Bilder, sondern jeder ist auf der gleichen Ebene, aber jeder hat seinen Stil. Und hier, das ist eigentlich der Schlüssel, da sieht man, der kleine Junge ist eigentlich wie so ein kleiner Junge gemalt worden. Hier wahrscheinlich die wohlwollende Mutter, ein bisschen unsichtbar, oder hier die unsichtbare Tante und so weiter, die wahrscheinlich immer zu laut redet und sich zu viel schminkt und so. Und das ist immer in dem Stil irgendwo mitgespiegelt. Hier nochmal in einem ganz, ganz klaren Kontrast, hier gezeichnet mit dem Lineal. Das ist natürlich der strenge Businessman und hier so der joli larron, wie man vielleicht auf Französisch sagen würde, der da anhaut. Und den finde ich auch wunderbar. Der arme, schlecht gemalte, lieblos gemalte, gezeichnete in der Schule Würfel, der sich vorstellt, er sei der geometrische, ideale Würfel aus dem platonischen Himmel sozusagen. Und man hat das aber auch schon vor 20.000 Jahren, ja, hier mit Lascaux, weil das ist natürlich irgendwie wie so ein Graffiti. Und das hier ist eigentlich ein super schön gezeichneter Bison. Also es gibt auch hier so eine Spannung zwischen zwei Stilen und trotzdem entsteht eine Interaktion zwischen beiden. Hier wiederum ein Werbebeispiel. Worum geht es hier? Flipflops könnte sein, ist aber das andere Produkt, also die Kuh. Samsung, ja. Let your food taste like food. Also nicht wie Flipflops. Und die Stilvariation ist natürlich, dass der Flipflops ziemlich realistisch ist und die Kuh überhaupt nicht. Pictionary, da passt es immer ganz gut. Quick Draw Wins. Das haben die auch schön durchgespielt immer. Triumpha contus vivuchus. Ja, schön, Prinzessin. Ja, und Banksy. Auch eine Meinung. Nein, nicht Banksy, sorry. Ich dachte immer, say Banksy wird immer als Banksy gehandelt. Dann habe ich an Pest Control geschrieben, so heißt Banksys Copyright Management. Und dann hat Pest Control zurückgeschrieben, this is not a Banksy. Aber ich weiß nicht, was es ist. Ja. Grey Ghost vielleicht, es gibt in New Orleans einen, der irgendwie alles übermalt. Der heißt Grey Ghost, aber der übermalt nur, der malt sich nicht dazu. Also ich weiß es jetzt nicht. Ist auf jeden Fall kein Banksy, aber ist trotzdem gut. Und was halt toll ist, dass es zuerst wie eine Zeichnung ist und dann gibt es wiederum dieses Detail. Und man merkt, naja, es ist gar keine Zeichnung, weil er versucht ja rauszukommen. Und man sieht auch, wie der Realismus, wie unnötig der Realismus eigentlich für Emotionen ist. Ja, er ist natürlich viel emotionaler geladen, wenn da irgendjemand Empathie bekommt, dann natürlich der kleine weise Mann und nicht dieser Graue, der diesen traurigen Job hat und ganz gebeugt seiner Arbeit nachgeht. Ja, ich bin eigentlich jetzt schon so nahe meines Endes. Das ist dran. Man sagt manchmal der französische Banksy, wo er praktisch einen Stil aufgreift. Ja, Mr. Proper, Senor Limpio, ja, und so, den es überall gibt.
Und das gibt es aber auch nicht nur in diesen Street Art, sondern es gibt es auch manchmal bei Nobelmarken. Kann man das Produkt einfach schöner zeigen, natürlich. Ja? Das ist ja nur das Produkt dann als Foto. Das hat auch Hermes gemacht. Mit ihrem Fahrrad oder hier. Ist irgendwie eine schöne, lustige Art, sein Produkt hervorzuheben. Ja, und dann gibt es das in Real Life. Ich glaube, damit ende ich jetzt wirklich. Zum Beispiel hier. Ich würde die so gerne haben. So geil, oder? Das sind zwei Zeiten und es ist einfach so, als hätte man sich so auf den Arm gemalt. Wisst ihr, wie in so einem Comic, wo der irgendwie eine Uhr braucht und dann malt es sie drauf und dann läuft sie schon. Ja? Und das ist einfach in der echten, im echten Leben von Kita Design, von dem japanischen Designer. Das ist eine Taschenmarke. Spring from Paper heißt das. Also die sehen wirklich so aus, als wären sie gezeichnet, obwohl es halt echte Taschen sind. Ja, und natürlich... Das Ding auch, ja. Ist genau das gleiche Phänomen. Man kann sozusagen eine Stilvariation in real life mit dieser Pfeife herstellen. Deswegen ist es so lustig, wenn es denn lustig ist. Gab es viel früher schon. Ich klicke das nur mal kurz durch. Zack. Hier bei Bruegel. Die sind alle ganz schön gemalt. Und das sind so die anderen Leute. Die Bösen, die Jesus ans Kreuz schlagen, die haben eben nicht das Recht auf den schönen Roger van der Weyden-Stil, sondern so den Pauern-Stil. Und sein Sohn hat es natürlich, was heißt natürlich? Sein Sohn hat es nicht kapiert, glaube ich. Und bei seinem Sohn ist es halt nicht mehr so. Das seht ihr? Die sind genauso behandelt wie die anderen. Also entweder fand er das nicht gut, aber jedenfalls sieht man, dass er dann die Stilvariation nicht übernommen hat, also die Komposition wieder aufgenommen hat. Ja, das war's. Ich ende hiermit, womit ich begonnen habe. Und danke für eure Aufmerksamkeit.